Herzlich willkommen, Elke Heidenreich. Danke. Wollen Sie von dem hier geführt werden? Markus Söder. Das ist ja der Leibhaftige, wie der schon guckt. Also wenn der im Raum ist, ist bestimmt Schwefelgeruch. Und nein, kann ich bestätigen. Ist nicht. Ist nicht? Nein. Kleine Flügelchen an den Füßen, also irgendwie. Ich traue ihm nicht über den Weg, aber er hat sich in dieser Krise jetzt ganz gut gemacht. Start. Aber ich traue ihm vorne und hinten nicht. In dem Bodensatz sehen sein wie die nee, SPD. Also ich bin ja immer jemand, der dazwischen redet, Entschuldigung. Aber wenn die Hälfte der Partei sagt, wir hätten lieber einen Kanzler Söder, dieser ruchlose Mensch, der so intrigant jetzt gerade gehandelt hat, wie kann eine Partei daran immer noch festhalten? Wie will sie wieder Fuß fassen, wenn solche Leute immer noch das Sagen haben und wenn da nicht mal Einhalt geboten wird? Denn das strotzt nur so vor Intrigen und Bösartigkeit, was da passiert ist. Und ich habe mal eine ganz einfache Frage. Ich bin vielleicht da politisch wirklich dumm. Ja, ist es denn nicht möglich, dass die CDU sich von dieser CSU mal trennt? Was hat dieses Bayern eigentlich für ein Gewicht dauernd? Das geht mir schon lange auf den Keks, dass die CSU die ganze Politik der CDU mitbestimmt. Im Moment hat sie das getan. Muss das sein? Bundesweit gut sozusagen für ungefähr 5%. Ne? Also so wichtig sind die bundesweit so wichtig nicht. Die sind Frage die auch ist, nicht. Frage ist sehr berechtigt. Herr Wegner. Naja, ich glaube schon, dass die Union immer dann stark war, wenn CDU und CSU gemeinsam agiert haben. Das ist vorbei, glaube ich. Ja,